Was geht ab? Ich bin die Maschine und heute zeige ich euch das Behind the Scenes, wie wir eine kurze Doku zusammen mit It's Misabel gedreht haben. Let's check it out! Ich habe 2016 Sport gefunden in meinem Leben. Ich persönlich finde das Endergebnis sehr, sehr geil. Fabi, unser Filmmaker, hat richtig gute Arbeit gemacht. Sowohl der Schnitt als auch das Color Grading, als auch die Musikwahl finde ich echt, echt on point. Aber worauf ich am meisten stolz bin, ist das Lichtsetup. Da haben wir uns nämlich richtig Mühe gegeben, haben echt mit dem Licht gespielt. Und der Grund, warum wir diese Kurzdoku gedreht haben, ist, dass It's Misabel nun offiziell ein Creator von Crew 10 ist und bei uns gesigned ist. Wir wollten einfach mal Easy in ein anderes Licht stellen und einfach mal zeigen, was macht sie so und wie ist ihre momentane Lage. Und dazu haben wir natürlich dann dieses Set aufgebaut, was ein bisschen düster ist, ein bisschen mehr Stimmung macht und Emotionen zeigt, um einfach den Mensch hinter It's Misabel zu zeigen. Ich habe sehr oft Stress wegen meiner Arbeit. Vieles setzt mich gerade unter Druck, weil gerade sehr viele Situationen auf mich zugekommen sind, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und das stresst mich einfach gerade sehr. Und wenn mich Sachen stressen, mache ich direkt das, was ich liebe, und das ist halt Sport. Ich habe 2016 Sport gefunden in meinem Leben. Da habe ich das Turnen entdeckt und damit hat eigentlich alles angefangen. Da, wo ich jetzt gerade stehe, ich muss dazu sagen, dass mich sehr viele Leute dahin gebracht haben. Leute, die mich supporten und meine Videos gucken. Weil ohne diese Leute wäre ich niemals so motiviert gewesen und hätte niemals so Lust darauf gehabt, was ich jetzt mache. Sehr viele Leute sind richtig begeistert von mir und das ist halt einfach unvorstellbar fast, was ich kann, weil das kann halt nicht jeder sich so verbiegen. Das ist krass. Ich war vor 2 Jahren noch ein sehr schüchterner Mensch und habe mich nichts getraut, und seitdem ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen habe, bin ich sehr selbstbewusst geworden. Es ist völlig egal, in welcher Phase man gerade ist und wie es einem geht. Man sollte immer dranbleiben
und niemals aufgeben.